Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Just Cause 3. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich räume hier gerade so ein bisschen auf. Damit dieses Gequäke aufhört. Das ist ja nicht zu ertragen. Aber die Teile sind stabiler, als man denkt. So. Was müssen wir denn noch? Das sieht jetzt nach einem Drittel aus. Genau. Noch ein Lautsprecher, ein Transformator, ein Treibstofftank, die Polizeistation und ein Propagandaplakat. So, Polizeistation ist hier. Polizeistationen sind in der Hand der DRM. Erobere sie zurück. Das ist keine Polizia. Das sind die Ravensschläger. Anfrage erhalten. Verstärkung ist unterwegs. Ich brauche mehr Munition. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Wieso habe ich denn keine andere Waffe? Ah, da, sehr gut. Oh. Ja, geht doch nichts darüber, wenn Dinge sich schnell erledigen lassen. Der nächste, bitte. Inklusive mir. So, was haben wir denn noch? Lassen wir mal die Rebellen rein. Alter, ich brauche eine andere Waffe. Was ist denn da los? Nein, nicht die. Wieso? Wieso kann ich denn die nicht nehmen hier? Ich habe auch keine Munition mehr. Ah. Erstmal weg. Ich verstehe gar nicht, warum ich die nicht nehmen kann. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Frag dich. Frag dich, sagt er. Wir schicken euch Verstärkung. Ziel neutralisieren. Schnell. Lass mich los. Ich brauche trotzdem mal irgendwie eine gescheite Waffe. Warum? Na, der hat doch eine. Droppt die aber nicht. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Eine Eliteeinheit ist unterwegs zu eurer Position. Alter, nein! Ja, noch sind die Leute nicht begeistert. Kontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Aber die wissen ja noch nicht, dass ich es eigentlich gut meine. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Warum kann ich die Waffe nicht nehmen? Munition ist alle. Ach so. Da unten liegt noch eine coole Waffe. Könnte knapp werden. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. So. Da scheinen immer noch Leute unterwegs zu sein. Und wir müssen noch einen Lautsprecher zerstören. Wo ist der denn? Da ist er. Nein, ich wollte nicht hier hoch. So.
Er hatte keine Chance. Die Verräter und die Schwätzer! Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle Einheiten hierher. Damit unser Feuer hell und rein brennen kann. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Wo sind denn eigentlich immer so Typen, die Verstärkung rufen? Da kriege ich jetzt erstmal wieder eine neue Waffe oder ein zumindest mal mehr Munition. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. So, da ist ein Rebell. An alle Einheiten. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Ach so, ein Propagandaplakat zerstören. Ach, das war, glaube ich, am Ortseingang, ne? Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Autsch! Wie ist die Lage? Bitte kommen! Heilige Scheiße! Ja. Du musst deine Waffe besser pflegen, Amico. Ich bin sowas von bereit. Das Ding sieht tödlich aus. Jawohl. Los, finde den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Wo ist denn hier der Ortseingang? Da, das meine ich. Du musst diese hässlichen Plakate zerstören, Rico. Das Gesicht des Generals treibt die Menschen dazu, sich zu unterwerfen. Rico, danke für alles, was Sie für uns tun. Das war's. Jagen Sie den Generalen. Sehr gerne. Schießen Sie die Flagge. Geben Sie Medici seinen Bewohnern zurück. Rico, Manea ist befreit. Habe ich es hinbekommen? Jetzt müssen wir noch die Flagge hissen. Wo mache ich das denn? Ach, das wird sogar angezeigt. Da vorne. Das nehme ich nicht. Rico, danke für alles. Da bin ich mal voll gegen die Laterne geknallt. Die Rebellen laufen weg. Also die nicht die Rebellen, sondern die Regierung läuft weg. Und wir hissen unsere Flagge und werden bejubelt. Mit einem... Rico, fahr runter zu den... Was? Garage. Die Garage dieses Ortes ist jetzt geöffnet. Bringe zivile Fahrzeuge dorthin, um sie deiner Rebellenabwurfliste hinzuzufügen. Hügelsprint. Neue Herausforderung freigeschaltet. Manaea-Tour. Neue Herausforderung. Nein, nein, nein. Zwei Siedlungen... Lux von Manea. Ich will dir ein Angebot machen, Amico. Over. Vermutlich ziemlich gut damit. So schwer kann das nicht sein. Manea wurde befreit, meine Freunde. Die verhasste die Ravello-Miliz, kurz DRM, wurde aus der Stadt gejagt. Da so... Soll ich da jetzt hin, oder was? Also hier sind die Herausforderungen. Vive la Revolution, mi fratres. Machen wir mal. Als Leid. Hass ist erlernt und kann sicher auch wieder abgelegt werden. Ja, und wir sind hier jetzt als Rebellen unterwegs und befreien die Insel von ihrem grausamen Diktator. Da wäre uns gerade eine Herausforderung gewesen, das machen wir später mal. Meine Mutter hat mich schon als Kind als Rebellin bezeichnet. Ich hoffe, sie bereut das jetzt nicht. Okay, die Dame labert mir gerade ein Brötchen an die Backe. Die Stadt betreten oder verlassen wollte. Diese grundlose Einschüchterungstaktik geht gar nicht. Mir ist klar, wir stecken mitten in einer Revolution, aber ab und an wäre ein freier Tag schon angenehm. Ich habe diesen Monat maximal 3 Stunden geschlafen. Moment. Ich bin keine Expertin, aber langsam glaube ich, dass wir diesen Kampf gewinnen können. Solange wir Rico haben, so schimpfen die Simulator-Freunde wieder. So.
Ich würde sagen, perfekt. Garage. Rico, du hast es geschafft. Ich bin hier. Was wolltest du mir zeigen? Du stehst genau davor. Eine meiner besten Garagen. Ich sehe nur ein blaues Gebäude an einem Dock. Oh, ich zeig sie dir. Hier, fahr zu diesen Koordinaten. Okay. Nicht schön. Das mach schon, Rico. Nerv mich nicht. Zu welchen Koordinaten? Ach, da oben. Geheimnisvollen Ort erreichen. Okay. Sind eure Garagen alle an den Docks? Nein, ein Alter, die labert immer noch. Stadt oder auf Flugfeldern, aber sie nehmen alle sämtliche Arten von Fahrzeugen auf. Helikopter an den Docks, Boote auf den Flugfeldern. Wie schaffe ich ein Boot zu einem Flugfeld? Keine Ahnung, Rico, wer hat denn hier den abgefahrenen Greifhaken? Finde es selbst raus. Okay. Entscheidend ist, du kannst jedes Fahrzeug in jede meiner Garagen bringen. Nicht mehr. Aber vermutlich muss ich die Städte dazu erst befreien, was? Okay. Es gibt so viele falsche Informationen. Ich weiß nie, was ich glauben soll. Naja, du sollst einfach mal hier dem Staatsfunk gar nichts glauben. Diese Schiebitzen sagen dir alles, was du über die DRM wissen musst. Keine legitime Autorität aus Identität verbergen. Alter, wie viele Leute... Haben die hier irgendwie Kaffeekränzchen in meinem Transporter oder was ist mit denen? Ist da irgendwie eine ganze Damenrunde hier in der Gegend rumkutschier oder was? Ist ja grausam. Aber da wir jetzt dieses Teil hier mit uns rumfahren, ist der Vorteil, dass die direkt... Bist du schon da? Und als Kind als Rebellin bezeichnet. Ein ganzes Land. Ich hoffe, sie bereut es jetzt nicht. Als ich jünger war, wollte ich nie Soldat werden. Aber wenn man heute nicht aktiv gegen den General... Warte, du willst, dass ich dir diesen Roller bringe? Warum? Ups. Zerbrich dir darüber nicht den Kopf, Rico. Niemand wird ihn vermissen. Deine Karte hilft dir, meine Garagen zu finden. Hopp, hopp. So, kann ich hier Fleisch öffnen? Nee. So, wie Le Manea aus? Nach der Eroberung der Insel durch die Barbaren im 5. Jahrhundert... Der meint das ernst. Warum mache ich das dann alles? Ich versorge die Rebellion mit Material, Rico. Ich bringe Waffen und Fahrzeuge zu Rebellenzellen in ganz Medici. Aber warum brauchst du diesen Roller? Erinnerst du dich an die kleine Cecilia Crespo mit dem schlechten Atem? Wir haben sie Dragona genannt. Das ist ihr Motorrad. Schön, oder? Sie hat sich über meine Haare lustig gemacht. Meinte, sie wären fettig. Deshalb spielen wir ihr einen kleinen Streich, okay? Einen Streich, von dem du und die Revolution profitieren. Inwiefern profitiere ich davon, wenn ich Cecilias blöden Roller stehle? Denk nach, Rico. Ich nehme den Roller, zerlege ihn, die Jungs bauen daraus mehr Motorräder und alle bekommen welche. Es gibt nur Gewinner, außer Dracona. Aber genau darum geht es ja. Wie soll man denn aus diesem Roller Motorräder bauen? Könnte es sein, dass ein Panzer oder ein Raketenwerfer nützlicher wäre als ja, danke. Dieser Roller? Ich wollte es gerade sagen. Ja, und wenn du die Ravello-Stützpunkte zerstörst, erfahren meine Jungs von den dort stationierten Fahrzeugen und bringen sie zu dir. Aber bring die Teile bloß nicht in meine Garage. Warum nicht? Militärisches Gerät erregt zu viel Aufsehen. Meine Jungs sind mit Schraubenschlüsseln viel besser als mit Waffen. Okay, hier kommen wir auch mit dieser
Handbremsengeschichte arbeiten, aber... ja. So! Willkommen zurück, Rico. Leg sie einfach auf den blau markierten Bereich. '69er Striasuro. Dieses Fahrzeug ist jetzt freigeschaltet und wird in deiner Rebellenabwurfliste angezeigt. Das heißt, mit anderen Worten, ich krieg jetzt immer Moped geliefert. Sie arbeiten schnell, Mario. Aber jetzt muss ich los. Geduld, Rico. Ich hab doch gesagt, ich bin der Mann mit dem Equipment. Und? Hast du sie? Klar. Ich weiß nur noch nicht, was ich damit anfangen soll. Wirf sie, damit meine Jungs wissen, wo sie dein Equipment abwerfen sollen. Aber erst suchst du dir mit meiner neuen Rebellen-Abwurf-App aus, was du brauchst. Okay, gehen wir auf Rebellenabwurf. Wähle die Fahrzeugkategorie aus. Wähle die Fahrzeugkategorie. Soll ich das machen? Gibt's nicht. Da. Finde den Eubus Eagle im Helikopterreiter. Füge jetzt deine Abwurfliste 2 doppelt geführte Einhandwaffen und eine Zweihandwaffe zu. Fertig, fordere jetzt deinen Rebellenabwurf mit Z an. Ja, du kriegst den Helikopter, also wirf die Signalleuchte zu einer Stelle, an der genug Platz zum Starten und Landen ist. Und er landet genau bei den Signalleuchten? Sicher, das ist Dimas Werk. Uralte Technik. Sie sorgt dafür, dass alle meine Garagen sie haben. Ja, und wo soll ich das hier abwerfen, oder was? Ich dachte, ich soll das in der Stadt abwerfen. Und voilà! Nicht schlecht, Mario. Puh. Na, mit Konfetti. Wenn du was brauchst, nimm einfach die App. Aber wir liefern nur, was du findest. Also leg los! Mission abgeschlossen. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, lasst ganz viele Daumen da, wenn es euch gefällt. Und in der nächsten Folge geht's dann Rico, du musst die Provinz Vaya befreien. Hiermit weiter. Um die Provinz Vaya zu befreien, musst du alle Städte, Vorposten und Stützpunkte dort befreien. Das Einzige, was dir in Vaya noch fehlt, ist Vis Electra. Zerstöre die Stützpunkte und dann sieh zu, dass du verschwindest.